anderen hören, um zu realisieren, dass man total oder dass andere recht haben. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Bald kommt noch ein Säugling. Dann sieht das folgendermaßen aus. Bebek mimini emerken, ganz genau so. Küçük senin paçanı çekiştirecek. Yetmemiş gibi eşin arayacak. Ebru arayacak. Bırt yazacak. E-mailler gelecek. YouTube kanalına sen video hazırlamak isteyeceksin. Evi temizlemek zorundasın. Alışveriş yapmak zorundasın. Yemek pişirmek zorundasın. Und du sollst auch noch alle bespaßen. Und sollst dabei noch wenigstens ein bisschen nach was aussehen. Şimdi bunun olmaması için sen şimdiden hazırlığını yap. Bugün yarın bebek geldiği zaman en azından küçükten oynayacak biri evde olsun. Wenn du dir das stimmt total. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade komplett überfordert, Leute. Am liebsten würde ich jetzt hier wieder in Tränen ausbrechen und losheulen, aber ja. Man realisiert erst manchmal, wenn jemand anderes was sagt, dass man einfach recht hat und dass so, wie das momentan bei mir einfach läuft, dass das so nicht weitergehen kann. Und die Dame von der Abla hat mir gerade halt erzählt, dass, dass wenn das zweite Kind da ist, dass das alles halt noch schwieriger für mich wird und es muss gekocht werden, die Wohnung muss auf Picobello sauber sein, dann die Eisdiele, dann Dudi Shop. Dann soll am besten nebenbei noch YouTube-Videos gedreht werden, dann muss das Kind noch bespaßt werden, dann kommt noch mein Säugling und alles unter einen Hut zu bekommen, das ist, ich bin komplett überfordert, Leute. Und ja, wir ziehen jetzt auch noch die Tage um und deswegen hat mein Mann zu mir gesagt, wir nehmen uns jetzt Urlaub, wir fahren 10 Tage jetzt nach Antalya. Ciao. Ciao aus die Maus. Wir brauchen ein bisschen Erholung und dass wir dann erst danach umziehen, aber halt bis wir in den Urlaub fahren, muss alles zusammengepackt werden. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Bude hier aussieht, Leute. Ich kann halt zum Beispiel Hamza manchmal nicht so die Aufmerksamkeit geben, die er gerne hätte. Und das macht mich als Mutter natürlich komplett fertig. Aber ein Glück, er spielt halt auch sehr gerne ein bisschen alleine hier. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Hamzas Zimmer dann fertig habe. Und ihr seht, das ist jetzt hier zum Beispiel Wäsche, die ich aussortiert habe, die nicht mit in die neue Wohnung kommt. Damit wir halt den Scheiß nicht auch noch mit rüberschleppen. Die Kartons stehen da übrigens immer noch. Also wir wollten eigentlich heute anfangen, ein bisschen zu packen, ne? Dann haben wir hier mein Babybäuchlein und ihr seht, das ist jetzt nicht gerade wenig. Das wird immer mehr. Ja, hier ist ein reinster Chaos. Hier wird langsam, wie gesagt, aussortiert. Und ja, ich brauche hier eigentlich gar nicht mehr aufräumen. Ist wirklich so, weil ich räume auf und Hamza kommt dann und schaut euch mal das hier an. Hamza kommt dann und verwüstet alles. Ja. Meiner Meinung nach kann er das auch komplett verwüsten, aber es ist halt anstrengend, weil man kommt mit nichts mehr hinterher. Hier auch wieder alles verwüstet. Ja, das ist Hamza, ey. Ja, naja. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt 10.000 Ladungen Wäsche gewaschen. Das werden wir dann am Samstag losfahren. Dass ich dann da saubere Wäsche auf jeden Fall habe. Und die Wäsche muss jetzt trocknen. So. Ich wette mit euch, dass Hamza jetzt gleich angelaufen kommt. Ich wette mit euch. Ich kenne doch mein Kind. Ich kenne doch mein Kind. Er ist waschmaschinensüchtig. Das ist echt nicht mehr normal. So, jetzt werde ich die Wäsche ausleeren, weil die ja fertig ist. Ah, nicht anmachen wieder. So, dann ist hier noch Hamzas Wäsche. Die wasche ich ja immer separat. Die kommt jetzt auch gleich rein. Ja, da ist es mir mittlerweile auch scheißegal, ob da weiß oder bunt Wäsche oder was. Ich trenne das gar nicht mehr. Ich hau alles in eine Ladung. So. Hier brauche ich noch Säcke, dass wir das dann einspenden. Hamza, bitte die Wäsche hier rein. Hamza, hier rein. Hier rein. Ja, nimm das mal und tu das mal hier rein. Dreimal dürft ihr raten, was hier gerade passiert ist. Er hat Dreck gefressen. Jetzt ist er sauer.
Geh noch mal über den Dreck. Kann mich bitte einer einweisen? Ohne Scheiß jetzt. Es ist mittlerweile abends kurz vor 7. Ey. Ihr werdet echt sagen, Gott, ey, Drecksbude. Das ist das Einzige, was mich gerade aufmuntert, dass mir mein Mann Blumen mitgebracht hat. Ich glaube, ich habe heute den ganzen Tag nur geheult. Ohne Scheiß. Ich ist einfach manchmal... Und dann ist heute auch noch so ein Tag, wo Hamza absolut eine kleine Katastrophe ist. So, naja, okay, manchmal passieren solche Sachen. So, wir haben es jetzt 6:30. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Mir ist auch scheißegal, du fährst mich jetzt zu McDonald's oder Burger King. Und ich ziehe mich jetzt eben schnell an. Guck mal. Ah, Schlachtfeld. Der ist auf den Tisch gekrabbelt und vom Tisch auf das Sofa gesprungen, ja. Also, naja, okay. Das bringt ja auch nichts, wenn ich das hier aufräume, weil... Nee. Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, wie es dann aussieht. Arschkosten. Nee. So, ich ziehe mich jetzt an. Ja. Ich habe mich jetzt hier in meinen Schwangerschaftsmobil geschmissen. Ich finde, das sieht immer alles so altbacken aus. Aber egal, ich habe auch das erste Mal seit... Ich glaube, ich hatte noch nie eine Leggings an. Also für draußen. Das ist jetzt so eine Schwangerschaftsleggings. Voll bequem. Ja, die habe ich mir jetzt mal gegönnt. Mein Bauch steht voll im Weg. Und wir fahren jetzt, würde ich sagen, los. Gut, dass da nur Essig drin ist. Wenn ich ihm das jetzt aus der Hand gerissen hätte, der hätte wie am Spieß geschrien, ey. So, nun komm. Nun wollen wir. Warte, bye bye. Ja, das, was ich eben nochmal schnell machen konnte, ist ein bisschen meine Augenringe abdecken, aber das hat auch jetzt auch wirklich nicht viel gebracht. Noch wohnen wir hier in Iskelei. Jetzt ein paar Tage. Ich habe echt die Schnauze gestrichen voll von dieser Gegend hier. Also die gefällt mir absolut überhaupt nicht. Haben Sie eine yiyecek? Sie yer bulabilecek mi? Das ist ayrı bu konuda. Hamza yedi. Ne yedi? Toast. So, da werden wir jetzt mal gucken, was es hier Leckeres gibt. Eigentlich gibt es immer nur dasselbe und ich mache dann immer einen Big Mac draus. So, als Nachtisch gibt es natürlich ein Eis. Wir Türken, wir lieben Eis überall. Und ja, ich weiß, in der Schwangerschaft ist Soft-Eis jetzt nicht gerade der Hit, aber mein Gott, ich bin jetzt im dritten Trimester, da wird ja wahrscheinlich nichts mehr passieren, ne? So, wir werden jetzt hier noch unser Eis genießen. Und dann geht's auch schon ab nach Hause. Ich halte mich jetzt von den Negativen fern. Ich freue mich. Also mir geht's heute viel, viel besser als gestern. Ihr seht. Ich packe jetzt gleich Hamza ein. Es ist noch relativ früh. Und dann fahren wir zu meiner Cousine. Nach Pendik mit dem Auto, wir beide. Und ich habe mich schon so ein bisschen schick gemacht. Schick. Ich merke schon wieder, meine Haare sind schon wieder ultra lang. Ja, ich muss sie wieder abschneiden. Naja, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Sami ist heute alleine zu Hause und wird so ein bisschen schon mal anfangen, die Kartons zu packen. Weil er mir eine, du machst keinen Finger krumm. Ich so, yay. Er sagt, du bist schwanger, du machst bitte gar nichts. Ja, und jetzt fahren wir zu Cousinchen. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt das Video hier, meine letzten beiden Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später erst wieder. Weil ich jetzt in Urlaub fahre und da würde ich jetzt sagen, melde ich mich jetzt einfach mal für eine Woche ab und... Wir sehen uns dann, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Bis dann, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Tschüss.